Erstmal vielen Dank an die Messe für die Einladung. Wir wurden kurzfristig vor einem Monat angefragt, dass wir über das Thema Fachkräfte reden, weil, ich sag mal, die ganze Technik ist immer wichtig, ist auch gut, aber wenn man keinen hat, der es am Ende montiert, der es am Ende das Ganze macht, ist es immer schwierig, ne? Der gleiche Büro sitzt, der die Rechnung schreibt. Und deswegen möchte ich euch heute einfach mal 5 Dinge mitgeben, die man als Handwerksbetrieb-Fachkraft, wie immer man sich selber da beschreibt, ne? Direkt umsetzen kann, also wirklich innerhalb der nächsten 3 Monate, um einfach auch mittelfristig und langfristig an viel mehr Fachkräfte auch anzukommen. Das sind ganz einfache Themen teilweise, auch Themen, die wir zu planen brauchen, aber ich werde euch genau im Detail erklären, wie das funktioniert. So, erstmal das große Problem, wenn man zu wenig Bewerbungen hat, ist relativ klar, man hat einen schlechteren Service zwangsläufig, weil die eigenen Mitarbeiter überlastet sind. Auf der anderen Seite muss man teilweise Aufträge absagen, die man machen könnte, weil Leute fehlen, das abzuwickeln vernünftig. Ein großes Thema ist die Erpressbarkeit, das stellen wir immer häufiger bei Partnern von uns fest, dass der Mitarbeiter dann zum Chef geht und sagt, hey, Chef, ich hätte gerne 2 Euro mehr. Ne? Sag mal, ja, wo soll ich die hernehmen? Ja, sonst gehe ich woanders hin. Da gibt genug andere, die mir das Angebot machen. Auch ein Problem. Passiert nicht mehr so oft, wenn der Mitarbeiter sieht, dass auch häufiger Bewerbungen reinkommen, dass er jetzt nicht ja, der Einzige ist, der bei den Laden arbeiten will, sag ich das mal hart gesagt. Ne? Nächstes Thema ist natürlich ein schlechter Team-Spirit. Wenn das Team das Gefühl hat, da ist seit Monaten keine neue Person dazugekommen, seit Monaten hat sich nichts getan im Personal, dann ist es einfach so, dass man selber auch nicht das Gefühl hat, dass man gerade bei einer Firma ist, wo gerne Leute arbeiten. Gehört dazu, muss man sich in die Rolle des Mitarbeiters immer reinversetzen irgendwo. Natürlich haben wir auch die Überlastung des Teams, das ist auch dieses Thema, der eine Mitarbeiter muss einfach 2 arbeiten, weil der zweite einfach fehlt. Und wir haben dann oftmals das Thema, man nimmt einfach die erstbeste Person, die kommt, damit man irgendwie die Sache wieder besetzt bekommt. Und ich meine, jeder von uns weiß das, guter Mitarbeiter kann Millionen bringen, schlechter kann Millionen kosten, über Jahre gesehen natürlich. Ne? Und da sollten wir schon schauen, dass wir auf die richtigen Leute uns fokussieren. Ja, ganz kurz zu mir, zu uns, wer sind wir eigentlich? Also wir sind A&M, wir sitzen in Hannover, also schon ganz schön weg von hier. Wir haben mittlerweile 40 Mann im Team, sind eine Agentur, die sich ausschließlich auf den Bereich Handwerk, Fachführung, ums Haus spezialisiert hat, auch ums Unternehmen natürlich. Wir sind auch viele Unternehmen, viele Sachen anbieten. Wir haben in den letzten 2 Jahren für ungefähr 1000 Einstellungen bei den Fachbetrieben gesorgt und ja, letzten Endes sieht man so jetzt mal grob hier, wo so unsere Partner überall verteilt sind, also das ist relativ breit verteilt. Ne? Und ich möchte euch jetzt einfach mal die 5 Dinge mitgeben, die für mich die Ausschlaggebenden sind, die man direkt ändern kann. Das erste Thema, es sollte für jeden klar sein, wenn man Leute haben möchte, dann ist es mittlerweile schwierig, das mit einem normalen Leben zu machen, zu sagen, schick mir eine Bewerbung, schick mir einen Lebenslauf, schick mir einen Anschreiben. Das macht keiner mehr gerne, das hat noch nie jemand gerne gemacht, das sowieso, aber es macht heute gar keiner mehr. Zumindest die guten Leute. Die guten Leute kommen woanders runter, die haben schon Kontakte. Deswegen sollte man versuchen, für diese Leute den Prozess möglichst einfach zu gestalten. Bedeutet, wir haben dann hier zum Beispiel so eine einfache Möglichkeit, ein einfaches Formular, gibt es ein einfaches Kontaktformular auf der Website. Das kann oftmals schon reichen, einfach wieder ein paar mehr Bewerber zu bekommen. Weil die Person, die wirklich Lebenslauf anschreiben, Bewerbung komplett verfasst, die ist bisher woanders nicht untergekommen, würde ich jetzt mal sagen. Das ist am meisten nicht der Mitarbeiter, den man sich eigentlich vorstellt für die nächsten Jahre. So, als erster Punkt, was wir bei ganz vielen Firmen feststellen, es wird den Bewerbern sehr schwer gemacht, sich zu melden, muss sehr viel abgeben und das wollen viele einfach nicht. Das machen viele auch nicht und deswegen ist der erste Schritt, den man schon mal machen kann, den Prozess ein bisschen zu vereinfachen. Das heißt übrigens nicht, dass man im Nachgang nicht sagen kann, ich brauche noch einen Lebenslauf, aber der erste Kontakt sollte einfach möglich sein. Das kann jeder sofort ändern. Kann jeder auf seiner Website ein Kontaktformular bauen, anstatt Jobs hier Lebenslauf einreichen, kann man sagen, hier kommt ein Kontaktformular aus für den Namen, hier aus der Telefonnummer, wir rufen an. Ganz simpel, hat man mehr Bewerbung, sofort. Nächstes Thema, immer ausschreiben. Warum? Das ist ein sehr spannendes Thema, das haben wir bei sehr vielen Partnern mittlerweile getestet. Wir haben ja die Möglichkeit, relativ viel auch zu testen bei unseren Partnern. Und wir haben festgestellt, Unternehmen, die dauerhaft ausschreiben, wirken aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil sie dauerhaft ausschreiben, erfolgreicher als andere Unternehmen und haben auf die Stellen, die sie ausschreiben, bei gleichem Wertbudget, bei gleicher Firmengröße, teilweise bei gleicher Region, einfach mehr Bewerber. Das ist klar, wenn ich eine Firma sehe, die sucht 20 Stellen, und ich sehe eine Firma, die sucht eine Stelle, da denke ich, die mit 20 Stellen, die ist gerade auf jeden Fall mehr Wachstum als die mit einer Stelle. Ob die alle 20 besetzt sind, alle dahingestellt. Ne? Aber es wirkt für uns schon mal mehr wie eine Firma, die erfolgreich ist. Und sind wir ehrlich, jeder von unseren Mitarbeitern arbeitet gerne mit Leuten, die erfolgreich sein wollen, die erfolgreich sind, wo es einfach Spaß macht, mit denen zu arbeiten. Also das haben wir festgestellt, immer ausschreiben. Ne? Immer nach Hause zeigen, ich suche jemanden. Durch Zufall kommen auch mehr Leute automatisch. Das ist jetzt ein Thema, da gibt es ein bisschen mehr Zeit. Hier geht es auch, wir haben mal analysiert bei unseren Partnern, was zeichnet einen wirklich attraktiven Arbeitgeber aus. Da geht es jetzt nicht um Themen wie Firmenwagen oder so, das kann damit reinfließen. Aber wir haben festgestellt, es sind im Groben so 4 Bausteine, die da reingehen. Das kann gerne jeder ein Foto von machen, das ist so der Konsens von dem, was man am Ende alles machen sollte. Das erste ist Teamgefühl, das ist hier oben dieser Bereich. Es geht darum, dass man in einem Team arbeitet, wo es Spaß macht zu arbeiten. Da gehören diverse Dinge dazu, wie man sowas aufbauen kann. Zum Beispiel Wettbewerbe in der Firma ist aber ganz cool. Man kann mal mit den Leuten eine Liegestütz-Challenge machen oder eine andere Challenge. Einfach, dass die Leute ein bisschen mehr Spaß haben. Dass es nicht mehr nur der schöne Alltag ist, sondern man auch mal ab und an mal mit einer kleinen Idee, einer kleinen Aktion einfach mal aufhört.
kann natürlich Events sein, klassisch Weihnachtsfeier, Frühstück in der Firma, Sommerfest, übliche Themen, machen viele schon. Und natürlich das Miteinander der Firma, das sollte sehr gut sein. Das Miteinander ist übrigens sehr verschiedene tatsächlich, weil der Chef hat am Ende jeden Abend ausgesucht und der Chef ist die Verbindung zwischen allen irgendwo, so ist initial mal gewesen. Wenn Leute mir das Miteinander nicht stimmt, dann muss ich erstmal die eigene Nase fassen und sich fragen, wo man Dienste. Was habe ich vielleicht für Leute ausgewählt, die da doch nicht miteinander klarkommen? Der zweite Bereich ist die Kommunikation. Hier stellen wir fest, werden relativ viele Fehler gemacht. Man erwartet immer von den Leuten, wenn die Probleme haben, dann kommen die schon zu mir. Dann werden die mir schon sagen, hey, Chef, ich habe gerade das Thema, ich habe das Thema. Machen manche ja. Manche auch nicht. Warum machen die es nicht? Jetzt sieht der Mitarbeiter sich natürlich erst wie der Chef, der ist mega überlastet die ganze Zeit. Ständig sich den auch hin und her rennt, ständig ist der gestresst. Ne? Wenn ich jetzt auf die Idee mit meinem Problem zu kommen, dann dreht er komplett frei. Ne? Erster Gedanke, den wir dabei haben können. Zweiter Gedanke, wenn ich dem Chef jetzt sage, dass mich das und das stört, dann denkt er, das bin ich von den ersten Zähler. Wir haben zu uns getestet, wir haben 40 Mann, ich kann sagen, das sind signifikante Daten. Wir haben bei uns in der Firma ein Feedback-Formular eingeführt, das ist anonym. Das kennt jeder Mitarbeiter bei uns einmal, den dreimal die Woche geschickt. Ne? Und hat er die Möglichkeit, diese Sachen auszufüllen, das wird nicht immer genutzt. Manche nutzen es jedes Mal, ne? Manche nutzen es auch nur einmal im Monat. Aber wenn was brennt, dann können die da Feedback geben, auch anonym, wenn sie wollen. Also wenn die sagen, das und das, was eingeführt hat, stört mich, wollen aber nicht sagen, wer sie sind, dann können sie das machen. Und da haben wir festgestellt, dadurch kommen Probleme, die sonst vielleicht in zwei, drei Monaten eskalieren würden, kommen sehr zeitig auf. Ne? Also das Thema Feedbackkultur sollte nicht bei den üblichen, ich sag mal, dreimonatigen Feedbackgesprächen sein, die man mit den Leuten normalerweise sehr fühlt, aber manchmal auch nur jährlich, aber manchmal auch gar nicht, ich sage ehrlich, fühlt man die meisten schon, sondern es sollte so sein, dass der Mitarbeiter jederzeit die Möglichkeit hat, Feedback zu äußern, was ihm gefällt, was ihm gerade nicht gefällt. Ja? Das nächste ist die Wertschätzung, das ist, denke ich, ein relativ klarer Bereich, da geht es natürlich um Lob, das ist klar, das machen wir als Chefs wahrscheinlich im Schnitt alles zu wenig, wenn man ganz ehrlich ist zu uns. Ne? Geld auch klar, Gehalt ist ein Thema von Wertschätzung, das kann aber auch allein der Punkt sein, dass man sich Gedanken macht, wie kann ich für den Mitarbeiter mehr rausholen, was kann ich ihm noch dazu geben, welche Möglichkeiten habe ich da, die ich machen kann. Und wenn der Mitarbeiter das merkt, dass man sowas tut, dann wird er auch bereiter sein, wieder für euch einzustehen, weil ihr für ihn einsteht. Das ist eine ganz logische Konsequenz. Der nächste Punkt, was wir feststellen, Faktor X. Das ist so ein Thema, das ist sehr schwer umzusetzen. Also viele von diesen Faktor X sind einfach unrealistisch für einen kleinen Betrieb, muss man sagen. Da zählt sowas dazu wie ein eigenes Fitnessstudio, da zählt dazu ein eigener Koch, da zählt eine Kinderbetreuung dazu, was die ganzen Konzerne machen können. Können wir als 40-Mann-Betrieb, ich denke, die meisten Leute sind ja keine riesigen Konzerne, kann man nicht machen. Es gibt aber auch Dinge, die kann man machen, wo man den Leuten helfen kann. Was wir zum Beispiel bei uns nutzen, ist ein Gesundheitssystem. Wir haben einfach die Möglichkeit, wir zahlen dafür 20 Euro im Monat, die kommt die Mitarbeiter quasi in Form eines Gesundheitsbonus zugute, den er sich über diverse Massage etc. nutzt, damit zu machen kann. Und er hat auf der anderen Seite die Möglichkeit, dass er sich zum Beispiel auch Termine präferiert organisieren kann bei einem Facharzt. Er hat die Möglichkeit, dass er auch anrufen kann, wo er direkt von Ärzten beraten wird und auch seine Familienmitglieder. Ist eine Kleinigkeit, sorgt aber dafür, dass man wieder was hat, was andere Betriebe vielleicht nicht mitbringen kann. Und das ist der Faktor X, den muss jeder für sich selber definieren, da muss jeder für sich Gedanken machen, was wollen meine Leute? Bei uns zum Beispiel, wir haben auch ein Fitnessstudio, was wir Leute sponsern. Macht Sinn bei uns, wir sitzen alle im Büro den ganzen Tag, ne? Ist logisch. Ihr sagt, wenn ich jetzt einen Monteur draußen habe, der hat vielleicht jetzt nicht unbedingt Lust, nach Feierabend noch zu Fitness zu gehen, für den wäre das jetzt vielleicht das Falsche an der Stelle. Da muss ich aber mal Gedanken machen, vielleicht schon Absprache mit den Leuten. Und das Spannende ist, dass viele von den Teams, die in Faktor X reinfallen, werden gefördert. Ne? Man hat die Möglichkeit, dass man teilweise solche Komplettkonzepte aufbauen kann mit nur 50 Euro im Monat vom Einsatz her und wirklich den Leuten was mitgeben kann. Und diese Sachen werden über einen Umweg, wenn man es schlau anstellt, kann man 50 bis 120 Euro vom Mitarbeiter sogar noch rausholen, wenn man die Sachen schlau umsetzt. Weil der Mitarbeiter quasi anstatt normalen Gehaltserhöhungen dann zum Beispiel mehr Nettogehalt bekommen würde und ihr natürlich Nebenkosten spart. Klar. Und das sind doch Beträge, die sich dann einfach mehr zeigen. Ich habe zu wenig Zeit, um da genau noch einzugehen. Aber vom Grundsatz her kann man sich so merken, man kann mit kleinen Beträgen viel Wirkung erzielen, wenn man sich einmal mit dem Thema beschäftigt. Man kann es aufsetzen, es läuft einmal, man macht sich keine Gedanken mehr. Ne? Wer dazu Fragen hat, ich werde am Ende auch nochmal eine Kontaktnummer zu uns geben, dann können wir gerne nochmal Einzelfall sprechen, das ist klar. So, das vierte. Wie sieht der Bewerbungsprozess eigentlich aus? Das ist aber das große Problem, der Bewerbungsprozess ist bei fast keiner Firma wirklich strukturiert. Zumindest bei den kleinen Firmen. Unsere Partner haben im Schnitt 24 Mitarbeiter. Ich denke, da sind viele hier auch in dem Bereich unterwegs, von 5 bis 40 bis 80 teilweise auch, so ungefähr. Und meistens ist es nicht wirklich strukturiert. Und ich gebe hier jetzt einfach mal eine Idee mit, wenn sich ein Bewerber meldet, was man machen sollte. Und hier meine Idee, also im ersten Schritt, wenn ich mir so einen Anruf logischerweise. In diesem Anruf, das ist das Einzige, was ich vereinbare, ein Termin. Ich mache noch gar nichts groß mit der Person, ich rufe an, ich vereinbare einen Termin, ich will noch keine Unterlagen haben. Wir empfehlen, das erste als Videogespräch zu machen. Warum Videogespräch? Es ist für die Leute eine viel geringere Hürde, mit mir auf ein Video zu sprechen, als zu meinem Betrieb zu fahren, 30 Kilometer vielleicht. Jetzt könnte man sagen, wenn die 30 Kilometer nicht fährt, hat er auch kein Interesse. Mag sein. Wenn er drei Bewerbungen hat, wo er sagt, drei Unternehmen, für die ich mich interessiere, bei dem einen kann ich direkt das Gespräch machen, bei dem anderen falsch 30 Kilometer, ist klar, wenn ich selbst ein bisschen präferieren würde. Das ist eine ganz logische Konsequenz. Wir müssen im Endeffekt den Leuten einfacher machen. Mitarbeiter sind eine knappe Ressource. Danach machen wir bei unseren Leuten einen Persönlichkeitstest. Das finden wir immer sehr sinnvoll, um einmal zu checken, wie ist der drauf. In dem Fall kann man auch den Lebenslauf sich anfordern. Das hat ungefähr das gleiche Ergebnis. Da wie viele Quereinsteiger haben, ist der für uns nicht so relevant. Ne? Aber
ist auch an dieser Stelle sicherlich sinnvoll oder persönlich das, was man machen möchte. Und danach kommt das Bewerbungsgespräch. Und diesen Prozess sollte man, und das stellen wir fest, passiert nicht, sollte man bei jedem Bewerber einhalten. Da ist egal, was für einen Namen der hat, aus was für ein Land der kommt, was für eine Vorerfahrung der hat. Erstmal halte ich den bei jedem ein. Wenn ich dann feststelle, schon im ersten Gespräch, im Videogespräch, dann passt alles. Okay, habe ich 10 Minuten verbracht, aber es war fair und ich habe jedem die Möglichkeit gegeben. Und ihr werdet merken, dass der hängt bleibt, wenn ihr das so einhaltet an euch. Weil sonst hat man immer seine Kandidaten und sagt, der könnte passen, da geht man hinterher, dann alles liegen. Haben wir so oft erlebt, wir haben ja Maßnahmen, wo man den Leuten wirklich viele Bewerber generieren kann oder wer viel verdienen gelassen. Das ist sehr schade. Das fünfte, was ich jetzt bei uns schon passieren, ist so ein kleiner Cycle, der eigentlich zeigt, wie ein Unternehmen mittelfristig am besten funktioniert. Das ist ein bisschen komplex, ich erkläre es auch nochmal. Das erste, was man als Chef machen sollte, man ansetzen sollte, ist hier, die Fehlerquellen zu reduzieren. Im Betrieb. Man sollte sich Gedanken machen, wo machen meine Leute Fehler? Warum passieren die Fehler? Wie kann ich diese Fehler vorbeugen? Wenn ich es schaffe, diesen Fehlern vorzubeugen, reduziere ich bei meinen Leuten wieder Stress und Frust. Und Stress und Frust überarbeiten, was damit einhergeht, sind die häufigsten Gründe für Kündigungen letzten Endes. Das sorgt dafür, dass ihr Mitarbeiter mehr Geld für mich als Chef erwirtschaftet. Im ersten Schritt mal. Ne? Dieses Geld kann ich wieder nutzen, um in meine Mitarbeiter zu investieren, für meine Mitarbeiter im Endeffekt mehr rauszuholen. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt dem direkt viel mehr Geld zahle. Das kann ich natürlich machen. Ich kann aber auch in bestimmte Boni investieren. Ich habe die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich mache vielleicht eine coole Kampagne, um noch mehr Leute anzusprechen nach außen. Vielleicht mache ich mal ein cooles Event mit meinen Leuten. Ich habe auf jeden Fall wieder die Möglichkeit, mehr Geld auszugeben für meine Leute. Dadurch habe ich wieder die Möglichkeit, an bessere Leute zu kommen. Ja klar, wenn ich ein bisschen mehr Gehalt zahle und ein bisschen mehr Marketing mache, kriege ich bessere Leute im Durchschnitt. Was wieder im nächsten Schritt dazu führt, dass ich mehr Zeit fürs Unternehmen habe mit besseren Mitarbeitern und wieder mehr an Fehlerquellen arbeiten kann. Bei uns ist zum Beispiel so bei der H&M, wir haben von Anfang an dieses Credo gelebt, zu sagen, ich möchte nicht die wichtigste Person im Unternehmen sein, ich möchte ersetzbar sein. Ich habe alles von Anfang an so aufgebaut, dass theoretisch ein Mitarbeiter, der jetzt neu dazukommt, innerhalb von wenigen Wochen die Arbeit machen kann, wie er vorgesehen ist, ohne der Mega-Experte zu sein. Das geht nicht in jedem Bereich. Bei euch braucht man bei vielen Leuten sicherlich eine Ausbildung. Das ist klar, das ist notwendig, aber es sollte nicht so sein, dass die Person sich am Ende alle möglichen Kundensachen merken muss, weil ich es irgendwo dokumentiert habe. Das stellen wir sehr oft fest, dass da teilweise Baustellen machen, auch wirklich händisch umgereicht werden. Wenn der Kollege mal krank ist oder die Bulli mitlegen lassen, dann hat keiner die Information. Da muss man danach gehen, da muss man doch wieder Zeit verschwenden. Ne? Und das sind Themen, das frustriert Mitarbeiter und das sorgt dafür, dass die Bindung dann halt nicht so stark ist. Wenn man so einen Betrieb einmal aufgebaut hat und wir haben Partner, die haben das aufgebaut, dann ist es für die Mitarbeiter unwahrscheinlich, dass sie wechseln. A, die verdienen mehr Geld, B, die haben es einfach den Tag, die müssen sich weniger Gedanken machen, die kriegen weniger Anschluss, kann man auch ganz offen sagen, weil die weniger Fehler einfach machen. Ne? Und so eine Kultur erlebt man dann woanders auch nicht so einfach. Ne? So, das sind die fünf Punkte, die ich euch mal mitgeben wollte. Das sind Dinge, das ist natürlich der letzte Punkt, der ist etwas komplexer. Da muss man sich Gedanken machen, muss man sich mal reinsetzen. Wir empfehlen sowas immer, fangt mit einer halben Stunde am Tag an. Bevor die normale Arbeit ausgeht, eine halbe Stunde am Tag mal gucken, was ist den letzten Tag schiefgelaufen, wie hätte ich diesen Fehler verhindern können in Zukunft. Wie kann ich dafür sorgen, dass wenn dieser Fehler wiederkommen würde, er vielleicht irgendwie angefangen wird. Ne? Wenn diese Frage wiederkommt, würde sie irgendwie schon gelöst ist. So fängt man an. Und dann merkt man immer mehr, was man machen kann, was die Möglichkeit man hat. Da muss man einfach offen sein, dann kann man auch viel rausholen. So, das war's schon mal. Dazu jetzt zu den fünf Punkten. Ich denke, da waren für jeden ein, zwei Dinge dabei, die man auch sofort umsetzen kann.